Und legen das Ganze hier oben auch nochmal drauf. Ich glaube, man hätte auch das andere fertig machen können. Das Ganze spiegeln. Also kopieren, spiegeln und wieder einfügen können. Wäre da auch geklappt. So. So, dann haben wir das mal hier unter. Zack. Und hier auch noch. Das Dach ist verdammt hoch. Aber ich habe mir mal wirklich ein Gebäude angeguckt, wo ich gesagt habe, das kann nie und nimmer sein. Das Gebäude ist 10 Meter breit. Oder 12 Meter breit und hat ein 60 Grad Dach. Das Gebäude ist sogar noch höher als die, die ich hier baue. Ich habe hier nur 45 Grad oder jetzt wie hier 30 Grad, glaube ich, sind das. Das ist schon heftig. Wo man dann sagt, das ist doch hier viel zu hoch. Ich will es euch mal, das habe ich oft gehabt in den großen Gebäuden. Ich möchte es euch das nachher mal zeigen, wenn ich dran denke. Na, wo bist du? Da. Gut. So. Zack. Halt. Zack, zack. Ja. So. Weiter geht das hier mit dem Balken nach oben. Zack. Zack. Gefühlt fehlt jetzt oben ein Querbalken. Gefühlt aber nur. So, das Ganze machen wir aufeinander auch. Es sieht leer aus, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man das jetzt Ganze so sieht. Es sieht verdammt leer aus. Ups. Das sollte da noch nicht passieren. Und war klar, dass der Fehler wieder passiert. Es sieht wirklich verdammt leer aus, wenn man jetzt so guckt. Nicht das Gebäude von innen. Nicht das. Das meine ich nicht. Das war das, was ich denn teilweise hatte, das Problem. Das sieht doch leer aus. So clean, das ist so. Bäh. Wenn man dann fertig wird mit dem Gebäude. Jetzt machen wir mal Halfs. Bruchstein. Treppen brauche ich. Einfach als vorderer Abschluss. So. Damit sieht es schon nicht mehr ganz so langweilig aus. Dann gehen wir auf die andere Seite. Klar könnte man das Ganze kopieren, aber ich glaube, ich bin so schneller. Ich habe mal anderen. Ja, Let's Shows ist nicht. Doch, eigentlich macht er nur Let's Shows und hat Let's Build gemacht. Und. Ja, hat eigentlich nur Mega-Build-Projekte gemacht, eigentlich. Und dazu Let's Build gemacht. Zum Teil oder Fortschrittsberichte und er hätte, glaube ich, das gerade kopiert, was ich hier gerade gemacht hätte. Aber der hat das auch so genial gemacht mit Haarposition und so weiter, also der war richtig fix da drin. Bin ich nicht unbedingt. So. Jetzt machen wir Detail. So, dazu brauchen wir Deko. Deko brauchen wir. Wir haben hier vier Schwarzeichen, da Fichtenzaun. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn man das Ganze so. Seht ihr, das ist das Problem. Ich kann es jetzt hier nicht unterkloppen. Ich könnte es da untersetzen. Ich kann es da oben aber nicht hinsetzen, weil es direkt auf dem Halbstein sitzt. Was man aber machen kann an der Stelle. Dazu brauche ich wieder. Bruch. Brauche ich den hier? Wir setzen mal den und den dahin. Sieht man von unten eigentlich weniger, aber
Da, man, es könnte gehen. Was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, weil ich mir auch andere Gebäude angucke. Redstone. Das kommt erstmal weg, das brauchen wir nicht mehr. Zack. Zack. Sowas. Ich weiß nicht, ob das, was hier, ob das hier passt. Es sah vor der Verwendung, sah es richtig geil aus. Ich habe diese Art schon mal öfter verwendet. Und zwar so nicht. Ich habe meistens dafür Lampen verbunden. Aber es passt nicht. Nein, es passt nicht. Es sieht nicht aus. Das sieht so ein Einzelner, sieht doch da besser aus. Dann brauchen wir. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das habe ich so gemacht. So. Ich glaube, damals gab es noch keine Teppiche. Aber ich will jetzt noch nicht hinter jedem Fenster was machen. Ich weiß nicht, ob überall Fenster reinkommen. Das weiß ich ja nicht mal. So. Aber seht ihr schon, dass es jetzt schon wieder ganz anders aussieht? Es sieht nicht mehr so langweilig aus. Und ich lasse auch diese Stäbe da oben drin. Es gefällt mir jetzt eigentlich zu ganz gut. Dann muss ich, ich muss es erstmal eine Weile auf mich wirken lassen. Bevor ich das Ganze einsetze. So, was man machen könnte, das ist zum Beispiel. Da geht zum Beispiel nicht. Da ist zum Beispiel das Problem. So, wir sehen. Was ich eigentlich immer ganz schick finde, ist das hier. Das brauchen wir gerade nicht. Das lohnt sich wirklich auf diesen einzelnen Pfeiler. Das sieht wirklich gut. So. Dann brauchen wir noch Fensterläden, aber die machen wir noch. Habe ich schon gesagt, ich muss erstmal genau wissen, welche Fenster ich behalten. Also Frontfenster behalten wir komplett. Zumindest das und das behalten wir. Dadurch kann ich genau sagen, ich brauche die hier. So. Genauso wie hier und hier. Da. Da, das weiß ich schon mal komplett. Und schon sieht das nicht mehr so nackt aus. Das sieht dann schon wieder richtig gut aus. Ich bin überlegen, ob ich das hier mache. Oder sieht das eher aus wie ein Knast? Was haben wir denn so für Möglichkeiten? Das ist jetzt immer so die Sache. Was haben wir für Möglichkeiten? Hellgrauer Teppich. Das wäre mal eine Möglichkeit, was ich jetzt hier vorne machen könnte. Zack. Wäre halt eine Möglichkeit. Den nehmen wir mal weg. Da machen wir mal das hin. Weil. Dazu brauche ich das. Zack, zack, zack. Eigentlich komme ich da, kommt er doch da wieder hin. Es sieht jetzt aus wie eine Terrasse. Wie ein Balkon. Wobei, warte mal, den hier könnte man nach hinten setzen. Hätte man das ein bisschen ein nach hinten drin. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Wenn wir das Ganze noch so machen. Moment. Jetzt müssen wir mal überlegen. Das Ganze machen wir jetzt noch mit Treppen. Sage, es ist wichtig, dass es von außen gut aussieht. Was man dann drin draus macht, habe ich gelernt, das spielt dann eigentlich weniger Rolle. Sag ja, und schon sieht das wieder ganz anders aus. Schon sieht das wieder viel genialer aus. Schon hat man hier oben einen Balkon, der was hermacht. Ich bin sogar fast überlegen, ob wir nicht ein anderes Holz nehmen. Aber Fichte möchte ich nicht. Fichte ist mir schon wieder zu dunkel. Das ist zu hell. Bleibt eigentlich nur das Holz über.
Das möchte ich mal was. Ich möchte jetzt mal was ausprobieren. So. Zack. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das hat doch auch was. Wenn wir jetzt da noch Knopf ranpacken auf beiden Seiten. Oh ja. Also, wie schon gesagt, ein bisschen rumexperimentieren und man kommt dann auf schöne Ob Elemente. Da oben noch ein Fenster rein. Was man mit einem falsch. Falsch. Da muss ich von einer Seite machen. Man könnte immer noch keinen Innenausbau, aber ich glaube nicht jetzt rein. Man könnte das auch so machen. Mir wäre der Laden oben geschlossen. Man bräuchte ja nicht mal eine Glasscheibe. Man hätte oben schon den geschlossenen Laden. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Also mir gefällt es zurzeit. Also es ist nicht ganz eine 1 zu 1 Kopie von dem anderen Gebäude. Wäre ja auch doof. Hiermit bin ich nicht einverstanden. Ich weiß noch nicht. Da könnte man, da kann man, kann man, kann man es doch vielleicht. Da bräuchte ich die. Und zack, zack. Vielleicht sieht das aus. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Schmeiß mal weg. Ich bin mal, brauche mal, achso. Da hat das Ding gepackt. Mist. Ich müsste mich mal irgendwo draufstellen. Zack, zack. Zack, na, zack, zack. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und wenn ich statt das, das so mache. Und den doch wieder zumache. Das sieht auch geil aus. Ne, so. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich möchte das hier gerne als Fensterbretter haben. Deswegen auch grau. Obwohl, grau passt doch nicht. Passt doch hinten vorne nicht. Grau gehört hier nicht hin. Das war zu viel. Weggerissen. Grau gehört da nicht hin. Da gehört braun hin. Braun, 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 braun. Da gehört braun hin. Definitiv. Ah, es geht ja viel los. Draufsetzen. Zack, zack. Ja, ich glaube, das Braun ist ja schon das Beste dafür. Zack, zack. Ja, das sieht schon ganz geil aus. Es sieht wirklich gut aus. Ich bin auch überlegen, ob ich noch ein paar Details brauche. Was könnte man noch als Details machen? Was haben wir denn noch so? Schleimblock, nein. Pflanzen ist klar, das ist eine andere Sache. Ich habe mit Akazienzäunen auch schon mal, Akazien, mit Netherbrick-Zäunen auch schon mal gearbeitet. Nein, 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 nein. Schalkerkisten. Ach, die Dinger, ja. Gemälde.
Das ist Deko, aber da brauche ich jetzt nichts von Redstone. Nee, da ist nichts bei. Da ist nichts bei. Das ist hier Verbrauchsmaterial. Also das kann ich auch nicht gebrauchen. Das kann man auch nicht gebrauchen. Das auch nicht. Und das auch nicht. Also hier in der hier oben. Aber das sieht schon mal ganz geil aus. Das muss ich sagen, das sieht schon ganz genial aus. Wir machen hier mal. Wie hieß denn das? Irgendwo Planks. Das habe ich gefunden. Zack. Zack. Hä? Achso. Zack. Zack. Set. Planks. Zack. Auch fertig. So, machen wir hier mal ein bisschen Beleuchtung rein. So, dann brauchen wir Half Steps. Haben wir da oben. Halt. Die Half Steps brauchen wir oder wollen wir Holz? Eigentlich müsste ich einen Holzboden einziehen. Holz Half Steps. Stufen müssten die heißen, ne? Ja. Zack. Zack. T. Kopie. Passte. So, es geht nämlich so dann viel einfacher. So, dann haben wir die obere Ebene schon so weit erstmal drin. Komme ich nicht mehr raus. Hey, cool. Und die nächste Ebene könnte man dann, glaube ich, hier oben auch schon mal einziehen. Wir könnten die nochmal kopieren hier. Zack. Zack. T. Copy. T. Paste. So. Ist vom 1 zu kurz, aber gut. Das stört jetzt ja weniger. Das geht ja dann relativ zügig zuzumachen. So. Natürlich machen wir auch hier. Nein, machen wir das Fackeln rein. Eigentlich ist das Fenster sogar zu hoch, sehe ich gerade. Mist. Redstone, die Klappen waren hier drin, da ist er. Zack. Zack. Ich wollte doch mal Fackeln. Deko-Fackel, zack. So. Zack, zack. Gehen wir kurz eins tiefer. Zack. Halt. So, die andere Seite noch. Und dann ist es gleich zu. So. Na. Und na. So, dann haben wir das auch zu. Gehen wir erstmal hier nochmal ins Tiefer. Gucken wir mal, wie das Ganze von außen wirkt.